Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Persona 5. Ich bin vollkommen unschuldig, ich habe Okumura nicht getötet, das weiß ich ganz sicher, aber die Öffentlichkeit denkt hier gerade, dass ich, beziehungsweise dass wir, die Phantom Thieves, das waren. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit uns? Irgendwie wird sich die Geschichte jetzt dahingehend entwickeln, dass Seinijima, Makotos Schwester, unser nächstes Ziel wird. Mal schauen, mal schauen. Geh erst mal schlaufen, damit es hier weitergeht. Aber auch in einer Woche sind Prüfungen. Ich hoffe, das Spiel gönnt mir jetzt vielleicht mal so ein kleines bisschen Freizeit, damit ich noch ein bisschen lernen kann. Ich würde, wie gesagt, ich würde gerne meinen Wissensskill jetzt auf Stufe 5 bringen. Ja, und da geht die Beliebtheit schon wieder runter, ihr kleinen Heuchler, Mann! Vor einer Woche waren wir noch Helden für euch! Nur weil uns da mal so ein Ausrutscher passiert ist. Da sind wir hingeflogen, da ist uns das Messer aus der Hand gerutscht und in seinem Hals gelandet. So. Nein, natürlich nicht. Ja, okay, bla bla bla. Haru, geht's gut. Weiß ich doch schon. Weiß ich doch schon. Weiß ich doch schon. Alles okay. Okay, leider keinen Sitzplatz. Schade. I bet they killed Okumura to make an example out of him. Why else would they kill him during a press conference? Ja, das, also mal in Anbetracht der Tatsache, dass die Leute nicht wissen, was das Metaverse ist, ist schon echt mutig zu behaupten, dass wir es irgendwie hingekriegt haben, ihn genau dann zu killen, vor allen Dingen genau dann zu killen, als er eine wahnsinnig dramatische Enthüllung machen wollte. Das ist ja auch noch so geil. Als ob wir da nicht hätten warten können. Wir hätten ja auch sagen können, bis er gesagt hätte, bis er gesagt hat, okay, hier, tschüss, kommen Sie alle gut nach Hause und dann so. Stattdessen eher so. Ja, ich habe eine sehr wichtige Ankündigung zu machen. Tot. Und alle so. Also das finde ich überhaupt nicht verdächtig. Das waren bestimmt die Phantom Thieves einfach. Da kann garantiert nichts Größeres dahinter stecken. Meine Phrasenreins. I read somewhere that Okumura raised his daughter alone. Maybe he wasn't a great manager, but as a parent, I feel for him. Ja, hättest du mal gewusst, wo der seine Tochter hinverkauft hätte. Murdering someone to make a point is textbook terrorism. Oder amerikanische Außenpolitik. Like Shido and that Akechi could say the Phantom Thieves are a menace. Even though I thought last week that they were heroes. I have a very dynamic opinion. Hat jemand verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Ich hoffe nicht. Ich übersetze es jetzt nicht. Die Mühe mache ich mir nicht. Da, 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 da. Nein, also ja. Er hat halt gesagt, ja, Okumura, warum hätten die ihn töten sollen, die Phantom Thieves? Wahrscheinlich, um ein Exempel zu statuieren, aber warum halt, ne? Und ja, er war vermutlich ein schlechter Manager, aber er hat seine Tochter allein großgezogen, also war er vermutlich zumindest ein großer ein guter Vater. Und ja, es ist genauso wie Akechi sagt, die Phantom Thieves sind eine Bedrohung. Obwohl der jetzt so ein bisschen auf unserer Seite zu sein scheint und da er außerdem auf dem Cover abgebildet ist, Akechi, also auf dem Cover von der Spieleschachtel, könnt ihr ruhig mal googeln hier, Persona 5 Cover, da ist er drauf. Habe ich irgendwie so die Ahnung, rein von, also so jetzt rein von meiner Ahnung her, der Spekulation her. Wenn ich recht habe, dass alle Paläste eine Todsünde repräsentieren und wir jetzt gerade den fünften hinter uns haben, dann ist Seinijima mit der Trägheit der dritte? Entschuldigung. Der sechste. Es ist übrigens schon spät. Habe ich das schon erwähnt? Ich habe ja, es ist spät. Es ist definitiv spät. Es ist spät. Ich habe heute außerdem mal ganz kurz auf RTL geschalten. Da waren dann auch ratzbatz ein paar Gehirnzellen tot. Also, ja. Also, sie ist der sechste Palast. Wenn es die sieben Todsünden wären, wäre es der vorletzte. Würde Sinn machen. Dann würde vielleicht Akechi jetzt zu uns stoßen als letztes Teammitglied. Und dann können wir praktisch den allerletzten Palast mit allen Leuten machen und der wird dann vermutlich so richtig schwer, sodass man dann auch mal zwischendurch unter die Leute wechseln muss, weil die Gegner immer wieder wechselnde Schwächen haben und so. Wird es Sinn machen? Wird es Sinn machen aus meiner Sicht? Mal schauen, ob ich recht habe. Okay. Who on earth set this up? Does anyone have any idea? Of course not.
If I were to guess, I would say the culprit behind the mental shutdowns. Ja, sag bloß! Wait, how do we even know we got set up to begin with? They found a calling card in Principal Kobayakawa's office. Someone else had to have planted that, obviously. Ja, no shit, Sherlock, meine Fresse, ich steck das jetzt durch, Gott, sind die doof. Hey, woher wissen wir überhaupt, dass uns einer verarschen wollte? Tja, keine Ahnung, jemand hat eine Calling Card beim Principal hier beim Direktor ins Office getan. Und das waren nicht wir. Könnte vielleicht sein, dass uns da irgendwer verarschen will. Okay, warte, sorry for bringing this up. When things are so chaotic. I know it's been tough after what happened to President Kumra and all, but this is the perfect time for smaller changes of heart to restore your reputation. Anyway, there's the info I have. If true, this is one pretty crazy. Apparently, an ex-mercenary who works as an assassin is hiding out in the Shibuya underground. He acts like a homeless person during the day, but goes... Was? He hasn't left any trace of his identity, though, so there's nothing the police can do. Was? Entschuldigung, hat das gerade übersteuert? Was? Wie hat er das... Okay, es gibt einen Obdachlosen in der U-Bahn, der ist aber in Wirklichkeit ein Söldner und tötet Leute nachts. Aber er ist ein Obdachloser bei Tag. Und es gibt keine Spuren, deswegen kann ihn die Polizei nicht verfolgen. Wie hat Mishima das rausgefunden? Und wieso denkt er, dass ich nach einem Profikiller jetzt hier irgendwie gehe? Also... Ja, hey, wir brauchen doch alle Arbeit. Und wenn du nachts Leute umbringst, dann, ich sag mal so, müssen alle unser Brötchen irgendwie verdienen. Ich meine... Ja, auf jeden Fall klingt das gefährlich. Meine Phrasen. Alter, I can't breathe easy knowing he's out there. Well, according to the rumors, his name is Yohai Kiritani. I'm seriously scared. I don't want anything to do with this. I'm leaving this to you. Dankeschön, Mishima. Danke, ich bin richtig dankbar. Wir haben einen neuen Quest. The Killer Who Cleans Up Trash. Der Killer, der Müll aufräumt. So, pass mal auf. Es wollen gerade ein paar Leute mit mir abhängen. Plans for today, die on. Exams are close. Oh, will sie zusammen lernen vielleicht? Ja, das wäre richtig toll. Dann würde ich bestimmt noch ein bisschen Wissen generieren. Das wäre richtig cool. Ich komme direkt zur Bibliothek. Ich wollte jetzt eigentlich in deiner lernen gehen, weil da hier regnet. Ne, da kriege ich ja extra Punkte. Aber ich glaube, ich müsste hier auch Wissen dazu bekommen, wenn ich mit ihr lerne. Okay. Trying difficult problems is good, but the most important thing is your fundamentals. Also, schwierige Probleme angehen zu können ist gut, aber das Wichtigste sind die Grundlagen. Well, how are they? Also, was sind die Grundlagen? Ja, I'm a little shaky, ich bin ein bisschen wackelig. Ja, ich würde sagen, gut. Ich bin mal ein bisschen zurückhaltender und sage etwas wackelig. Make sure you ask questions if there are things you don't get. Ja. Immer schön fragen, wenn du was nicht weißt. Und ich krieg 3 Punkte in Wissen dazu. Das reicht leider noch nicht für Rang 5. Aber wir werden uns jetzt voll und ganz auf das Wissen-Attribut konzentrieren, ne? Und ich würde gerne auch mal... Ja, guck mal, auch 2 Punkte bei ihr. Ich würde gerne noch mal in diesen alten Buchladen gehen. Ich habe dieses eine Buch mit den Samurai durch, wo wir Guts bekommen haben. Mal gucken, was wir vielleicht als nächstes bekommen. Okay, versuchen wir noch ein bisschen was Schwierigeres. Ja, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt, wenn ich dabei bin. So... Ja, also ich versuche jetzt auf jeden Fall alles, um noch hier vor den Exams... Ja, ja, habe ich auch gehört. Um noch vor den Exams meinen Wissensskill aufzuboosten. Es ist Freitag. Ich könnte Kawakami anrufen. Um zum Beispiel Kaffee zu kochen. Oder um Wäsche zu waschen. Ich glaube, ich wasche mal Wäsche mit ihr. Wäre vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee. Ich mag dieses Lied. So, Washing Machine.
Okay. So, okay, guck mal, was wir hier alles haben. Spyware laden wir. Add another item. Ich glaube, 3 Stück, ne, kann ich. Gold Tainted Armor. Fragmented Armor. Ach so, ich kann alle. Okay, die 4 Dinger kann ich jetzt waschen. Und ich kann für 5000 noch Kawakami rufen, um es für mich zu machen. Dann kann ich nämlich was anderes tun. Machen wir auf jeden Fall. Thanks for calling. Wait, Laundry, did you really have to call me just for that? Hallo, ich bezahle dir gutes Geld. Tut mir leid, aber ich habe keine Zeit gerade zum Quatschen. Tschüss. So, ich gehe nämlich jetzt... Wo kann ich denn mal messen? Okay, warte, wir gehen mal in den alten Buchladen jetzt. Nee, das ist es nicht. Hier, Jinbosho. Was ich wahrscheinlich immer noch komplett falsch ausspreche. So, schauen wir mal. Welcome. Huh. So you finished reading Master Swordsman. Very impressive. Considering how young you are. Ich knall dir gleich eine. Ich bin sehr schlau für mein Alter. Ich habe schon Stufe 4 in Wissen. Auch wenn mein Gehirn immer noch so schlecht ist, dass ich mich sehr oft hier verhaspel beim Reden, aber egal. Well then, let me sell you another book you may enjoy. How can I help you? Call me Chief. Biography of a beloved leader. His warm character shows much kindness. Fick dich, Kindness habe ich schon ausgemaxt. Das brauche ich nur weiß Gott nicht. Oh, hier ist Destiny Land. Cool, kann man auch hin, theoretisch. Was sind denn diese Karten? Da ist bestimmt ein Confident, oder? Den ich theoretisch besuchen kann. Okay, mal gucken. Wir müssen irgendwo lernen. Das könnte ich theoretisch in Shibuya machen, ne? Aber es regnet halt nicht mehr, deswegen... Ja, deswegen kriege ich da jetzt keinen extra Punkt. Ich könnte mal kurz hier oben gucken. Vielleicht in dem Kino ja... Läuft ja was, was Wissen generiert. Mal gucken. Wäre eine Möglichkeit. Moment, ich bin gerade etwas orientierungslos. Hier ist das Kino. So, was haben wir hier? Die Doe Avengers. Ja, alles klar. Okay, das kenne ich schon. Das macht Kindness. Nein, möchte ich bitte nicht. So, dann hätten wir theoretisch noch das in Shibuya. Da gibt es auch noch ein Kino. Ja, komm, Central Street. Wenn nicht, dann gehe ich einfach ins Diner. Ich, wie gesagt, mein oberstes Ziel ist Wissen. Einen Moment. Mein oberstes Ziel ist Geld. Mein zweites Ziel ist Wissen. Ich verkaufe erstmal schnell was. Das schneide ich jetzt aber nicht raus. Geht ganz schnell. Ich mache nichts weiter. Einfach nur mal hier hingehen. Und dann... I want to work. I want to shop. I want to shop, bitte. Yo. Dann kann ich euch vielleicht auch mal das hier zeigen. Guck, okay. Man kann hier Waffen customizen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal diese Governance. Da könnte ich vielleicht auch mal was Neues kaufen. Moment, mache ich auch mal fix. Also einmal Sell. Ich habe nur eine Pal. Interessant. Ich dachte, ich hätte mehr. So bei Range Weapon, okay. Kato. So für 32.000 könnte ich mir jetzt die Model Gun Decorated with a Red Barrel. Also eine, ja, eine Modellpistole, die mit einem roten, was, mit einem roten Fass dekoriert ist. Crimson Gun. Oder die Assassin, die wäre nicht ganz so teuer, dafür aber natürlich auch nicht so gut. Komm, nee, wir nehmen das teuerste. Rüsten sie aus, verkaufen die andere. So, dann gehen wir nochmal hier drauf. Genau, also ich habe jetzt... Und die ist nicht kast... Ach, meine Fresse, warum fuckt denn nicht das Spiel hier? So, hier, bitteschön, Slingbow. Okay, also den Slingbow kann ich anpassen. Das kostet 5800, die ich jetzt leider nicht habe. Dann hätte ich Slingbow 2 und ihr seht, der hätte dann statt 74 ganze 134. New and improved. Hey, könnten wir, also das funktioniert relativ einfach, dieses Customizen. Ne? Du gibst halt einfach Geld aus und dann ist deine Fernkampfwaffe ein bisschen stärker. So, fertig. Gut, dann würde ich sagen, guck nochmal schnell ins Kino, was so läuft. Und ansonsten gehe ich ins Diner. Dafür müsste mein Geld noch reichen. Admission impossible.
It's the story of a man who is forced to break into his secure apartment to get his spare key. Okay. Also, ein Mann muss in sein Apartment einbrechen, weil er sich ausgesperrt hat. Das ist ja eine tolle Geschichte. Da würde ich doch glatt mal 1500 Yen für eine Kilokarte ausgeben. Aber es gibt mir leider nur Proficiency und das interessiert mich jetzt auch überhaupt nicht, leider. Tut mir sorry, ne? Deswegen schneide ich jetzt einfach mal an der Stelle, weil was im Diner passiert, das wisst ihr eigentlich schon und wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Bis gleich. So Leute, ich stecke mal an der Stelle wieder ein. Kawakami hat unsere Weste fertig. Unsere Weste, Entschuldigung. Ja, also das erste ist eine Weste. Unsere Kleidung, wollte ich sagen. Fertig gewaschen. Wir haben eine UFO-Weste bekommen für Männer, ein Patron Undies, was auch immer das ist. Wahrscheinlich kugelsichere Unterhosen oder so, keine Ahnung. Akashic Shirt, was auch immer das ist. Und eine Gilded West. Ich glaube, einiges davon haben wir schon, bis auf diese UFO-Weste. Mal gucken. Obwohl UFO-Weste ja eher zu Futaba passt, ne? So, wir sind auf 55% gelandet, aber immer noch mehr als die Hälfte mag uns. Ja, die Hälfte der Leute ist für Mörder. Schön, ich habe noch Hoffnung für die Welt. Ja, komm, gleich geht's wieder runter. Ja. Nein, doch nicht. Aber ich denke, das wird bald noch richtig schön so gegen Nullpunkt sinken. This sucks. Ja, ich weiß schon, was die alle sagen wollen. Ich würde jetzt viel lieber sehen, dass es wieder draußen regnet. Darf ich wieder lernen, bitte? Ja, voll kühl. Things are looking rough online. Ja, das dachte ich mir auch schon. Okay, bla 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 bla. Interessiert mich eben kein kleines feuchtes Dreckchen. So. Hey Pitman, was ist los? Ich bin hier. You pay attention. Is that how you listen when someone's talking to you? Halt die Fresse, ich habe alle deine Fragen bisher richtig beantwortet und du fragst immer nur mich! Immer nur mich! I feel a murderous intent. Ich fühle mich, als ob ich ihn umbringen wollte. Ja, ich auch. Ja, geil! That was an epic dodge. Ja, geil! Okay, weil ich genug Proficiency habe, glaube ich, war das, konnte ich jetzt dieser fliegenden Kreide ausweichen. Und deswegen habe ich jetzt stattdessen Charme dazu bekommen. Ach, schön. Wenn man Kreide in der Schule ausweicht, wird man also charmanter, Kinder. Merkt euch das. Immer schön den Lehrer provozieren, damit er Kreide nach euch schmeißt. Und wenn er dann ausweicht, dann fliegen die Mädels auf euch. Das hat mir das Spiel gerade beigebracht. Ach, ist immer wieder schön hier. Ich will ehrlich gesagt gar nicht, dass das Spiel aufhört. Ich will gar nicht am Ende sein. Ich finde das ja alles so schön. Gerade so was los. Regnet nicht. Wer will irgendwie? Will irgendjemand lernen? When are your exams? Willst du lernen? Lernen? Irgendwer? Ja, okay. Dann lernen wir jetzt einfach mal mit dem Yusuke. Ist vielleicht auch ganz gut für unsere Beziehung so. Mit dem habe ich auch bisher noch überhaupt nichts unternommen. Ich glaube wirklich, es ist unmöglich, innerhalb des Spiels bei allen Leuten auf Stufe 10 mit dem Confident Rang zu kommen. Also du musst dir definitiv so deine besten Freunde aussuchen. So ja, LeBlanc is so comfortable. My mind works at a faster pace here, thus helping me progress in my studies at a marvelous rate. Ja, also hier ist es so bequem, da kann man doch gleich besser lernen. Ja, meinst du, ist es vielleicht der Kaffee? Natürlich, Kaffee ist das Elixier des Lebens. Alles Leben ist aus Kaffee entstanden, Freunde. Steht alles in meinem neuen Buch, die Grundlagen des Kaffeeismus. That may be the case, but it's really because you two are studying together. Ja, natürlich. Der wahre Grund, warum wir hier so gut lernen, ist, weil wir hier zusammen lernen. Das stimmt. Zusammen machen langweilige Sachen doch gleich mehr Spaß. Alright. Kann ich definitiv nur zustimmen. Yes. Und ich habe einen Punkt bei Yusuke bekommen. Sehr schön. Ich glaube, die haben gerade, habe ich das jetzt überlesen, ich glaube, die haben Geschichte zusammen gelernt. Und er hat gesagt, Yusuke ist bei der U-Bahn-Station, also falls ich ihn jetzt nochmal sehen wollte. Wieso kommt der von draußen rein? Ihr habt gerade im Café gelernt. Entschuldigung. Das klang jetzt wütender, als es eigentlich war. Ich fand es nur gerade lustig. Ah ja.
Was heißt denn hier sorry for staying this late? Du bist ein Kunde. Du kannst so lange bleiben, wie naja, der Laden halt offen hat. So, und dann hängen wir auf jeden Fall mit Hifumi ab. Moment. Beside later. Kleinen Moment. Exams are such a downer. Ich könnte jetzt auch mit ihr lernen. Einen ganz kleinen Moment. Hier steht jetzt nicht, ob ich eine Stufe mit ihr dazu bekomme. Na, ich lerne mal mit Arn, weil da kriege ich bestimmt nochmal 3 Punkte in Wissen dazu. Sorry, man muss Prioritäten setzen. Ja. What is this? I'm so confused. What is the meaning? I don't know. This doesn't make any sense. Entschuldigung, da musste ich mich gerade mal räuspern. Keine Angst, das schneide ich raus. Let's think together. Ja, lass uns doch mal zusammen ganz doll nachdenken. Und ihr könnt Kinder vom Bildschirmkind auch mitmachen. Kennt ihr noch diese Kindershows, wo sie euch immer dann so gesagt haben, hier, wenn ihr da draußen ganz dolle klatscht, dann fliegt unser Raumschiff schneller. Und du hast es als Kind geglaubt. So, yeah, you can't abandon Lady Ahn. Think like your life depends on it. Natürlich, natürlich, natürlich. Ding, 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 ding. Wieder ein wenig schlauer geworden. Und es reicht immer noch nicht für Stufe 5. Verdammt nochmal. Alright. Jetzt streng dich nochmal ein bisschen an. Okay. This stuff should be nothing compared to Shadows. Let's work together and defeat it, Kato. Ja, natürlich. Natürlich, Ahnchen. Danke, dass du mich ein kleines bisschen schlauer gemacht hast, auch wenn es nicht für die nächste Stufe gereicht hat. Schade. Ach ja. Yeah. Ach, 51%. Leute, jetzt hör doch mal auf hier. Mein Gott. Okay, ein Tag ist noch übrig. Kann ich jetzt vielleicht hier im Café noch lernen? Moment, Kana-chan. I found a lot of stuff out when I looked into Kana-chan, so I have a request, or more like, I want to ask you about something. Do you have some time right now? I'm eating now, maybe I should respond later? Yo. I'm gonna be opening shop soon, so I'll need you to do the dishes once you're done with that. Hey. I guess we can respond once the dishes are done. And make sure you thank the chief for breakfast, okay? Ja, natürlich. Hey, aber ich will mit Futaba abhängen. Was ist denn los? Naja, okay. Bla, 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 bla. Ja, wir sind Kriminelle. Sind wir überhaupt nicht. Bla, 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 bla. Immer dieses öffentliche Geschnatter hier. Was ist denn los? Ich hab irgendwas im Hals. Can I bother you for a moment? Now that the funeral's over, it feels like a small burden has lifted from my shoulders. Ja, es müsste echt hart sein. It is, but I'm okay. I actually feel bad having everyone worry about me. How about you? Are you doing okay? Ja. Ja, ich komme klar. You sure are strong. I'll come back, don't worry. I think we'll be able to rejoin everyone around when exams end. Well, see you. Hm. Ja, Haru ist schon eine Nette. Also Morgana meint eigentlich, ist sie ja diejenige, die gerade trauern soll, aber tatsächlich ist sie so nett, dass sie uns aufmuntern möchte. So, alles klar. Morgen sind Prüfungen angesagt und ich würde ehrlich gesagt gerne mit Futaba abhängen. Gerade auch, weil mein Bund mit ihr bald stärker wird. So, und ich bekomme dann Treasure Reboot. Chance to revive such objects in the area after battle. Hä? Ich habe eine Chance. Ach so, alles klar. Wenn ich kämpfe, habe ich in einem Palast die Chance, dass Schätze, die quasi in dieser Area sind, wiederkommen. Dann kann ich also praktisch noch mehr einsammeln und demzufolge noch mehr Loot verkaufen und demzufolge noch mehr Geld scheffeln. Wuhu! Ach, Futaba, ich bin froh, dass ich dich im Team habe. Gut. Ich hänge auf jeden Fall ab mit dir. Da gibt's doch überhaupt gar keinen Zweifel.
Überhaupt keinen. So, I looked up Kana-chan online and she's apparently still living in the same town in Kensai she moved to. But she never continued to high school. On to high school, sorry. I decided to do some digging into why that might be and, well, the more I dug, the worse I got. The worse it got, mein Gott, was ist denn los mit mir? Steven, die Viertel, das Letzte, was ich aufnehme. Muss erstmal pennen gehen. Her parents are in heavy debt due to a gambling addiction, so instead of sending her to school, they make her work to help try and pay it off. Apparently, they're still having her model in strange clothes. They're even selling the pictures now. What the fuck? Okay, also, ihr erinnert euch vielleicht an Kana-chan. Das war mal Futabas Freundin, bis die Freundschaft auseinandergebrochen ist. Und Futaba hat ihrer Mutter früher immer versprochen, dass sie sich mit Kana verträgt. Das hat sie aber nie getan, obwohl sie ihrer Mutter das immer vorgelogen hat. Und jetzt hat sie sich halt entschlossen, das Versprechen quasi noch nachträglich zu halten. Sie hat ein bisschen recherchiert und ist darauf gekommen, dass Kana nie weiter zur Schule gegangen ist. Stattdessen wird sie von ihren Eltern gezwungen, die Schulden abzuarbeiten, die ihre Eltern angehäuft haben wegen einer Glücksspielsucht. Und das machen sie, indem sie Kana in Gänsefüßchen seltsamen Klamotten modeln lassen und die Bilder davon verkaufen. Wow! Das sind echt schreckliche Eltern, du sagst es. I thought parents were supposed to care for their children, not use them. Actually, though, Kana-chan herself made a request on the fan site. Based on the IP and other tracking data, I'm 99.9% sure it's her. The post was basically just her asking to make her parents have a change of heart. But she didn't put their names. She might be a little hesitant, or she doesn't totally believe in the Phantom Thieves yet. Either way, I have a solution. I found her parents' names in the address book I got way back in elementary school. Kuta Magario and Asami Magario. I've got a hit for them from the MetaNav too. We can fix them. I've decided, Kato, I wanna go to Mementos and change their hearts. We can't let them keep treating Kana-chan so horribly, right? Nein, das können wir definitiv nicht. Please help me save her. Aber das mache ich doch auf jeden Fall. Ja, bitteschön. Oh Mann, da müsste ich schon wieder husten. Gottes Willen, ey. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich sollte das nicht unterbrechen für sowas. Oh, and since you're gonna help me with this, I have to return the favor, I'll look extra hard for valuable stuff when we're in the metaverse. Well, pretty good, huh? Ja, danke schön. I can feel a strong bond and trust from Futaba. Ja, also wie gesagt, ne, ihre Eltern... Achso, Kana-chan, ihre Eltern haben eine Glücksspielsucht, haben deswegen Schulden. Kana kann nicht zur Schule gehen, wird gezwungen, diese Schulden mit abzuarbeiten. Kana hat eine Anfrage schon auf der Fansite gepostet, hat aber die Namen ihrer Eltern nicht angehangen, weswegen ja theoretisch nicht helfen können. Aber Futaba hat es natürlich rausgefunden, wie die Eltern heißen. Und damit haben wir jetzt drei Aufträge im Mementos. Und das heißt, bei nächster Gelegenheit gehe ich da rein. Mal schauen. Heute wird es, glaube ich, nichts mehr, ne? Am Sonntag. Und dann sind Exams und also muss es irgendwann mal danach werden. Na egal. Kriegen wir schon hin. Wir sind Stufe 7 bei dem Hermit Confident. Und damit auf unserem Weg, die Beziehung mit Futaba auszumaxen. Was auf jeden Fall auch ein Ziel von mir ist. Ja, sie zählt auf uns. Und das mache ich auf jeden Fall. Oh shoot, it's getting late. Let us adjourn for today. Natürlich. So, jetzt haben wir den Cheater, wir haben einen Auftragskiller und wir haben schreckliche Eltern. Das reicht doch auf jeden Fall für eine schöne Mission im Mementos. Mal gucken. Aber jetzt erst nochmal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Wir sollten auf jeden Fall lernen. This isn't much of an update, but I think I'm going to go back to school starting tomorrow. Okay, gut. Entschuldigung, dass ich das überspringe. Aber ja, Haru will am nächsten Tag, also morgen, wieder zur Schule kommen. Hättest du nicht noch den einen Tag warten können, dann musst du keine Prüfung schreiben. Na komm. Nein.
Natürlich, ein pflichtbewusster Schüler nimmt natürlich immer an Prüfungen teil. Und wir lernen auf jeden Fall nochmal mit Ryuji, weil wegen Wissen. Sorry für die anderen, aber ich muss euch leider verprellen. Kann sowieso nur mit einem abhängen. Außerdem wollen wir ja schließlich, dass Ryuji auch mal ein Examen besteht, ne? Ist das bisher schon vorgekommen? Ich weiß es nicht. Komm, ich bin fies. Studying with you really helps me focus, Kato. Though I'm having tons of trouble with these questions. How are things going for you? Ja, also bei mir läuft super. Ich bin schon beim 1x2. Nein, komm. Better than usual. Ja, auch besser als sonst. Ne? Ist wirklich cool, hier zusammen zu lernen. Ist echt chillig. So habe ich auch schon zweimal mit anderen Leuten gemacht. Eigentlich sogar schon viermal inzwischen. Ne? Mit Yusuke, mit Ahn. Wir haben eigentlich mit allen bisher schon zusammen gelernt. Seeing someone in danger of failing his exams is probably extra motivation for you, huh? Ja, selbstverständlich. Und 3 Punkte. Jawohl! Ding, 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 ding! Knowledge Stufe 5. Knowledge Punkt 5 wollte ich jetzt gerade sagen. Knowledge Stufe 5. Wir sind endlich Erudite. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist geil. Erudite oder was auch immer. Komm, wartet. Kommt Bildungsfernsehen, das google ich jetzt noch. Was heißt Erudite? Kleinen Moment. Und wie geht's euch so? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Entschuldigung, dass ich hier schon wieder sowas im Let's Play mache. Gelehrt. Es heißt gelehrt oder gebildet. Geil. Alles klar. Wir sind jetzt gebildet. Wir sind die Weisen aus dem Morgenland, alle in einer Person. Und damit sollten wir jetzt definitiv, denke ich, doch die besten Noten in den Prüfungen abkassieren. Geil. Und das heißt, ich muss mich nie wieder ums Wissen kümmern. Ich kann mich jetzt voll und ganz auf, ich sag mal, Guts konzentrieren. Lass uns als nächstes Guts ausmaxen. Wir wollen als nächstes richtig mutig sein. Und auch er hat was davon gehabt. Finde ich gut. So, es wäre jetzt echt geil, wenn ich jetzt noch speichern könnte, weil ich würde die Folge gerne beenden. Wenn nicht, ja, muss ich halt mal gucken. Darf ich oder geht's direkt los? Es geht direkt los. Oder? Hä? Darf ich noch speichern? Bitte. Nee, tatsächlich sind heute... Ja, heute sind die Examen. Okay, Leute, dann mache ich jetzt an der Stelle mal Schluss. Dann muss ich das Ganze einfach noch bis zum nächsten Mal wieder nachspielen, wenn ich wieder aufnehme. Hoffe, es hat euch wieder ein kleines bisschen gefallen. Wir sind endlich richtig schön schlau hier in der Welt von Persona 5. Das bedeutet, die Prüfungen hier sind überhaupt kein Problem mehr von uns. Außerdem haben wir Futaba wieder ein kleines bisschen geholfen und wir haben genug Aufträge gesammelt, um demnächst mal wieder ins Mementos zu gehen. Wird also auf jeden Fall sehr spannend wie die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Haut rein!